Hallihallo, da ist der Gusua ungeschnitten und real live. Also, damit werde ich gleich das Video hochladen. Und... Homies. Da ist René. Das ist der Typ. Ne, klar ist die andere. Natürlich ist die Kamera. Ja, genau. Ja, ja, ich kann das ausmachen. So, also, der Typ hat mich überhaupt zu COC gebracht. Und der sagte wirklich, früher, vor 2,5 Jahren oder so, sagte der, auf dieser Couch, als er mir COC gezeigt hat, sagte er, ja, wenn du damit anfängst, das darfst du eigentlich nicht machen, weil das macht süchtig. Und so war es ja dann auch. Ihr seht es ja, 2,5 Jahre später bin ich ein kleiner Fameboy. Und ja, also wie gesagt, jetzt ist die Sache die, der probiert heute noch ein Mädel klar zu machen. Und ja, muss man einfach mal so sagen. So. Und ja, gestern haben wir noch schön gesagt, hier Bros before Hoes, ja, heute... Ja, könntest du vielleicht vorbeikommen? Naja, seht ihr ja, was los ist. Also habe ich die Wohnung für mich alleine und was dachte ich mir? Naja, der hat ein total, zeige ich euch gleich, der hat ein total unterleveltes Dorf, COC-mäßig. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt hast du halt Zeit, der ist eh nicht da, der will ja, naja, ich weiß, ist nicht jugendfrei, aber er hat ein bestimmtes Ziel heute und dachte ich mir, gut, okay, denn ja, kann ich natürlich irgendwie Film gucken oder sowas, klar, das kriege ich auch noch hin, aber halt keinen Bock drauf, logisch, deswegen COC. Und der hat so ein geiles iPad Air, was ist das, iPad Air 2 oder? Ein Einser. So, danach nehme ich das natürlich auch mit, ist ja wohl ganz klar. Und dann, ja, dann wird hier richtig extremst gesuchtet auf dem Account. Ich denke mal, ja, 4 Stunden Boost oder sowas mit einem Queen Walk, weil, aber dazu kommen wir gleich noch. Also hier, ansonsten hier habe ich heute, hier, ja, da. Was ist denn das? Ist das Silikon? Oh, bist du hässlich, Alter, Silikon? Ja, das Lied ist cool. Hier auch, das ist so ein Typ, weißt du, also, ja, wenn man halt in dem Alter ist, richtig Geld verdient und keine Familie hat, dann hat man halt hier ein Bose-System, im Bad ein Bose-System und natürlich auch in der Küche ein Bose-System, läuft natürlich, das war mein Handy. Und meins? Deins hier hinten, da beim Schlafen, da habe ich dich hingepackt. Nee, und... Trotzdem kann man halt nicht COC spielen, wenn man einfach eine kleine Flasche ist. Nee, und also wie gesagt, da habe ich jetzt halt ein bisschen Spaß. Und ja, wie gesagt, dann wisst ihr halt mal, wie es mir geht momentan. Ja, genau. Und jetzt gucken wir, genau, jetzt gucken wir nochmal kurz auf den Account. Geht wirklich gar nicht. Also geht, der war wirklich mal richtig, richtig gut. Kleinen Moment. Sorry, wenn ich das jetzt hier nur abfilme. Seid ihr ja sonst nicht von mir gewohnt. Verstärkung, ja, Kleinzeugs. Weil ihr wisst selber, beim Queen Walk muss man auch wirklich für... Nee, einfach nur Kleinzeugs. Wenn ich jetzt einen Queen Walk mache, dass ich dann am Ende da sitze, zum Beispiel kriege ich einen Golem gespendet, dann gehen die Heiler meistens direkt auf den Golem. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass der schön... Riesen sind auch nicht das Richtige. Schade, aber egal. Vollkommen Banane. Dann gehen die halt meistens darauf und nicht auf die Queen. Und das ist natürlich Fail. So, jetzt gucken wir aber nochmal kurz rauf. Also, Level 100. Schwuppdiwupp, da bin ich wieder. Ja, wir hatten noch was zu klären. Hau rein. Ja, hier, genau. Jetzt hier wieder zu seinem Account. Also, geht gar nicht. Der Junge hat... ja, dann gar nichts gemacht. Also der hat eine Weile lang, hat er echt gut gelevelt. Gucken wir nochmal. Aber dann hört er das eben komplett auf. Dann hat er eben nur noch gelegentlich gespielt und dann ging es halt gar nicht. Also gucken wir mal einfach kurz, um mal zu sehen, was mauerntechnisch machbar ist hier. Ja, okay, geht schon. Aber ja, es ist halt auch kein Knaller. Und hier zum Beispiel hier mit den Magiertürmen. Sehen wir, hier, gucken wir mal uns die gesamte Dev an. Kanonen halt klar, Rathaus Level 8 Niveau, X-Bows genauso. Ja, ist Town Hall 8. Hier gerade mal ein, hier, ja genau, also er ist Town Hall 8, hier die X-Bows gerade so halt gebaut, geht gar nicht. Ist halt Augenkrebs und so. Und er hat halt Gems, hat auch gesagt, ja, die kannst du wasten.
Und mache ich natürlich auch, weil wie gesagt, der Typ hat eh Kohle, das stört gar nicht. Und der Spaß ist es mir natürlich auch wert. Besonders, wenn es nicht meine Gems sind. Nee, also ihr hört halt wieder, ich bin halt wieder mega gut drauf und werde halt jetzt wirklich boosten und Spaß haben einfach. Und dann läuft das auf jeden Fall. Und ja, dann so, da wisst ihr erstmal wieder, was bei mir abgeht. Und am Montag gibt es ja dann ganz normal wieder was von mir, ganz klar. Schön auf die Ohren und auf die Augen. Und dann halt über Camcord den Stream. Und da bitte ich euch, richtig Gas zu geben. Also ihr kriegt dann vorher noch den Link, klar, logisch. Aber irgendwie wird das auch Camcord / Gusua oder sowas werden. Und dann geht das da los. Weil, genau, da ist halt meine Bitte an euch, wirklich richtig Gas geben, wenn irgendeiner einen Like-Bot hat oder was auch immer, da richtig übelst splashen, weil die Sache ist die, will ich euch halt einfach auch nochmal sagen, es geht darum, ich habe mich mit Camcord unterhalten, habe gesagt, ey, passt auf, wie sieht das aus, was bekommt man dafür, weil, ist eine ganz klare Geschichte, komme ich wieder zu der finanziellen Geschichte, habe ich gesagt, ey, passt auf, wie sieht's aus, wollt, was könnt ihr mir anbieten? Weil wenn ich hier halt wirklich 2 Stunden zweimal in der Woche mache, also 4 Stunden in der Woche, will ich natürlich auch irgendwo was dafür haben, sage ich mal. Weil sonst könnte ich es halt eben in die Videos stecken. So, die Zeit habe ich dann nicht. So, also Livestream wollte aber auch haben, verständlicherweise. Weil dann kann man halt so eine Sachen machen wie, lasst uns alle zusammen boosten und mal gucken, wer am meisten schafft und so weiter und so fort. Das kannst du halt in einem normalen Video nicht bringen. Schön. So, und sowas. Und dann sagten die halt natürlich auch, ja, ist gar kein Problem, kannst du ja deine Abonnenten zum Spenden aufrufen. Und wie gesagt, das ist wieder so eine Sache, die möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass ihr für mich Geld ausgeben sollt, könnt, wie auch immer. Wenn halt einer wirklich den Herzenswunsch hat und sagt, ey komm, ich finde das total so geil und wie auch immer, ich will dir unbedingt was geben, dann ist das in Ordnung? Könnte man sich bei mir melden und fertig. Aber grundsätzlich möchte ich das einfach nicht, weil das ist euer, im Normalfall, ich sage jetzt mal, die Range, sage ich mal, altersmäßig ist ja im Normalfall, sage ich jetzt mal, irgendwas zwischen, sage ich jetzt mal, 10 und 14, sage ich mal. Klar habe ich natürlich auch ältere Abonnenten, aber ihr wisst, was ich meine. Fakt ist, das ist euer Geld, was ihr, was weiß ich, als Taschengeld habt oder wie auch immer. Und da möchte ich nicht euch da irgendwie dazu ermuntern, ey, kommt hier, donatet mir mal 5 Euro, weil ich cool bin. Das möchte ich nicht. Und somit habe ich zu denen halt gesagt, ey, passt auf, will ich nicht. Ich will meinen Abonnenten nicht die Kohle aus der Tasche ziehen und das habt ihr von Anfang an mitbekommen, dass ich das nicht möchte. Klar will ich Geld verdienen, aber nicht euer Geld. Fertig, aus. Und dann ist die Sache die, ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie auf der Reihe kriegen. Bloß, da muss der Stream natürlich megamäßig ankommen, dass halt übelst viele Likes sind und so weiter und so fort, dass man dann halt sagen kann, ey, hier, mega geil, der Typ hat's ja übelst drauf und hat übelst viele Follower da beim ersten Stream bekommen. Dann lohnt sich sowas und dann sagen die natürlich auch, ich werfe jetzt mal was in den Raum, ich sag mal, was ich mir so um und bei vorgestellt habe, kann ich ja jetzt offen drüber reden, weil es geht ja nicht um YouTube, sondern geht ja um Camcord. Ich habe da sowas im Blick, sage ich mal, 10 Euro die Stunde. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, naja, ich kann ja mal sagen, was ich ganz normal bei meiner Arbeit verdiene. Das sind um und bei realistisch gesehen 20, 25 Euro die Stunde. So. Das ist jetzt einfach mal so und fertig. Das verdiene ich ganz normal bei meiner ganz normalen Arbeit im Bereich Telekom. So, und klar, mir macht das halt mega viel Spaß. Seht ihr ja selber, sonst wäre ich da nie dabei so lange. Und trotzdem ist es natürlich gut, wenn man irgendwo die Zeit ein bisschen bezahlt bekommt. Und wie gesagt, da sehe ich das. Wie seht ihr das? Also, finde ich, sind 10 Euro für eine Stunde fair. Also, ja, irgendwo. Also, wie gesagt, haut mal eure Kommentare rein, wie ihr dazu seht. Aber ich finde wirklich, das ist fair. Und wenn ich da halt eben was bekomme für, ist das nicht so schlimm, so schlecht, wie auch immer. Und wichtig halt nicht euer Geld, sondern da müssen die sich halt einen Kopf drum machen, wie sie das realisieren.
aber dafür müssen halt eben richtig Likes da sein, ganz klar. Sonst sagen die halt auch, naja, gut, okay, der hat 5 Follower, das unterstützt man nicht. Das ist auch verständlich, klar, weil die wollen sie auch irgendwie halten, ganz klar. Das war's von mir. Ich booste jetzt richtig schön und das war's. Und wir sehen uns Montag wieder. Reingehauen, ciao, ciao.